Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher. Es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Ich habe damals als junger Umweltminister sofort reagiert, mich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer abgestimmt und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben. Und wenn der Wind sich dreht, dann weißt du, wo ich bin. Aber dazu braucht es eine grundlastfähige Energieform und die ist auf Dauer, so wäre unsere Überlegung, um es preis- und klimaschutzmäßig gut hinzubekommen, nicht Ersatzkohle, sondern wäre einfach nochmal Kernenergie. In Frankreich macht man es, in Tschechien macht man es, in Schweden macht man es, irgendwie machen es alle. Nur wir sagen, nee, wir wollen das nicht und wir glauben, dass wir die Besseren der Welt sind. Da haben wir einen Dissens logischerweise, aber aus meiner Sicht wäre das das Wichtigste, Verlässlichkeit und Planbarkeit mit einer eigenen CO2 wirklich reduzierenden Energie wäre die Kernenergie. Und alles andere hilft auf Dauer nichts.